So, meine lieben Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu The Beginner's Guide, Episode 2. Das letzte Mal haben wir ein wenig die ersten Spiele von Coda uns angeschaut, die alle minimalistische Spiele waren, die trotzdem irgendein kleines Gimmick an sich hatten, beziehungsweise schon in einer gewissen Verbindung zueinander standen, was ja auch unser Erzähler, der Macher von Stanley Parable, schon erläutert hat. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Das große weiße Nichts. Bisschen aus wie so ein Hügel hier. Let's talk about video game development for a second. Every video game runs on what's called an engine, which determines what the game can and cannot do. So in other words, the engine is a set of tools for game development. Kenn ich, weiß ich. Habe ich ja vorhin schon oder in der To make Folge all of these games, Coda is using an engine called Source. Ja. Like all engines, Source has certain things that it does well, and it has certain things that it does poorly. One of the things that it does very well is boxy linear corridors. That's why so many of Coda's games are set in these large, flat, empty rooms, is just because he's working with what the engine does well. Wie gesagt, das die Engine, auf der dann auch Half-Life 2 lief. The tools available to the creator shape what kinds of creative work they're gonna end up making. You might consider paying attention to the architecture in Coda's games, to notice how they seem to stem from an engine that's very good at producing linear boxy corridors. Alles sehr eckig auf jeden Fall. Ja, ist ja auch eine Engine, die heute häufig genutzt wird von Videospielentwicklern oder von vor allem Hobbyentwicklern, sage ich mal, von Moddern und so weiter. Das erste Spiel mit der Source Engine war übrigens nicht Half-Life 2, sondern Vampire the Masquerade Bloodlines, weil das ein bisschen vorher erschien. Übrigens auch ein, also sowohl Half-Life 2 als auch Vampire the Masquerade sind fantastische Spiele. Gut, Half-Life 2 ist auch ein bisschen besser, was das Gameplay anbelangt und alles. Okay, Schauen wir mal an. Und Bilder kann man immer gut importieren, scheinbar bei der Source Engine. Hat man nämlich auch immer. Kann man nur in diese Tür rein. War noch gar keine Ahnung, ne? Okay. Oh. Das sieht hier aus wie, Man kann das nicht runterfallen. Wie Antichamber, würde ich sagen. Okay. Hallo, Mr. Stanley Parable Entwickler, dessen Namen ich nicht mehr weiß. Rede mit mir bitte. Was habe ich getan? Uff. Haha. Kommt mal nicht ran an das Ding, ne? Hier nicht unter durch. Krieche noch ein bisschen. Ja. Weiß ich nicht. Ist geil, das für nicht Achievements? Ich glaube nicht. In dem Parable schon. Aber das kannst du ja auch nicht vergleichen. Das ist ja nicht wirklich. Das hier ist was völlig anderes. Okay. Den Ausflug Stelle. Und so ein bisschen erinnert mich das irgendwie an den Knast aus Half-Life 2. An, oh, wie hieß denn der noch? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Da, wo man Geschütztürme und so aufstehen muss. Okay. No, jetzt bin ich eingesperrt. Oh. This prison. Funny enough, in Coda's original design, the door stayed shut for a full hour before letting you go. If you don't mind, I think we're gonna skip that. That guy. This is something that he and I used to argue about a lot. You know, whether a game ought to actually be playable, whether it means anything if no one can get through it. And I would always defend that, you know, all this work goes into the game, why not make it playable and accessible?
And so we just got into heated arguments over it, and there was one time that after one of these conversations, he went home, and a day or two later, he sent me a zip file entitled Playable Games that was full of hundreds of individual games, each of which was just an empty box that you walked around in and nothing else. Believe me, I played every single one of those just to find out if there was like a gag hidden somewhere. There wasn't. Ich mag Coda. Er ist Genie und Wahnsinn irgendwie liegen nah beieinander bei ihm, glaube ich. Ich bringe hierbei hinzugucken, aber mein Drang ist nun mal so. Muss es nun mal tun in Videospielen. Aber das hier ist eigentlich kein Videospiel. Von daher kann ich es auch einfach mal lassen. Beziehungsweise kann man halt da so ein bisschen die Frage ableiten, ne? Ist das hier ein Videospiel? Ist es nicht? Muss ein bisschen Spiele spielbar sein? Das, was er gerade nur im Grunde genommen schon angerissen hat, da leuchtet es durch. Wieder diese drei Punkte da, ne? Es ist einfach irgendeine Art von Textur, die einfach diese drei Punkte hat, aber man sieht sie ja nicht überall. Mal gucken hier. Da ist ein komischer Doppelpunkt. Naja, wir gucken, ob man das irgendwo wiedererkennt. It's the puzzle again. Ah. With the exact same solution as the last time. Mhm. There's still no clear indication of what makes this puzzle so special that Coda is going to return to it over and over. But I promise, I'll share with you my interpretation very shortly. Okay. Man kann sagen, das kann man auch wieder zu philosophisch und analytisch zerlegen bestimmt. Ich mag sowas gerne, allerdings, also ich mag philosophisches und interpretatives Denken, wenn es andere für mich tun. Ich selber mache das nicht so gerne. Oder was ist nicht so gerne, aber ich bin nur zu blöd, um mir irgendwas auszudenken, so. Was dahinter stecken könnte. Dass man erst mit der Vergangenheit, mit der Tür hinter sich abschließen muss, um weiter nach vorne blicken zu können. Oh, ich bin stolz auf mich, dass ich gerade sowas Abstraktes hier rein interpretiert habe. Ich bin nicht so gut im Interpretieren, allerdings lese ich mir gerne Interpretationen durch oder so, auch wenn ich irgendwie Filme schaue oder so. Ja, Mann. Musik ist ganz schön laut, glaube ich, aber nee, es geht eigentlich. Hören. Dann ist es so ein Ofen, ist ein Kleiderschrank. Here Coda begins using a kind of dialogue system that he fashioned out of the engine's chat capabilities. Use the 1-2-3 buttons on your keyboard to respond. Ja, da gab es eine Welt, die ganz weiß war. Ja, da war ein riesiges Gefängnis, in dem ich stundenlang festgehalten wurde. Ja, da schwebten diese farbigen Klötze herum. Das ist die Welt da oben. Du warst wirklich dort. Jetzt ist was Wichtiges. Musstest du ein Rätsel mit zwei Türen und Schaltern lösen? Ja, das war das Allerletzte, was ich getan habe, bevor ich herkam. Nein, an ein Rätsel erinnere ich mich nicht. Darüber möchte ich nicht mit dir reden. Wir kennen uns noch gar nicht. Was? Du verstehst nicht. Wir stecken hier fest. Das Rätsel ist... Hören, sprechen, sehe ich jetzt klar. Stecken hier fest. Das Rätsel ist unser einziger Ausweg, aber wir müssen es lösen. Was meint ihr? Aber glaubt mir, das möchtet ihr nicht wirklich. Lasst mich euch beschreiben. Ich werde euch sagen, was euch da drüben erwartet. Na gut, ich verrate euch die Lösung. Ah, das ist ja allein... Hier ist ja schon wert, wirklich mal alles irgendwie zu sehen. Alle Dialogoptionen, ne? Na gut. Wunderbar. Und? Was ist das? Was ist die Antwort? Sag mir, wie man hier rauskommt. Verrat mir, wie man aus dem Gefängnis kommt. Ich muss es wissen. Das ist das Wichtigste. Es muss ein Ende geben. Und daraufhin passiert nichts mehr. Es war doch auch bei, war das bei Stanley Parable nicht sogar? Oder war das bei Antichamber, die ich ja beide gespielt habe? Wo ich dann auch, die letzte Folge habe ich dann auch so benannt, nur dadurch weiß ich das überhaupt noch. Life isn't about getting to the end.
würde auf Sandy Parade ja auch so ein bisschen zupassen. Das ist am Ende, glaube ich, wirklich so was, so ein bisschen so philosophisch wurde. Ich benutze sehr oft das Wort philosophisch heute. In dem Sinne, dass einem so ein bisschen das Spiel gesagt hat, hey, es geht doch gar nicht darum, zum Ende zu kommen. Im Leben geht es ja auch nicht darum. Sondern das Ende möglichst weit hinauszuzögern eigentlich. Das hat er ja gerade gesagt, es muss ein Ende geben. Hallo, wie bist du hergekommen? Musst du dazu ein Rätsel lösen? Dann sogar einen Tisch da oben. Nein, nein, wir finden den schwarzen Bereich zwischen den Türen hier viel interessanter. Hast du ihn schon gesehen? Gut, du sagst vielleicht mal, dass es irgendwie komisch war, als ich da durchkam. Möchte, dann erinnere ich mich nicht. Mach dir keinen Kopf, du siehst es sicher bald wieder. Dann solltest du aber gut aufpassen. And so we make one last descent down to the final floor of the level. Kurz bevor wir raus sind, passiert irgendwas, oder? Nee. It's a lamppost. Okay, I can't tell you quite why, but for some reason, Coda fixates on this lamppost. It's going to appear at the end of every single one of his games from here on out. I'll tell you what I think. I think that up to this point, you know, he's been making really strange and abstract games with no clear purpose, and maybe you can only float around in that headspace for so long. Because now he wants something to hold on to. He wants a reference point. He wants the work to be leading to something. He wants a destination, which is what this lamppost is. It's a destination. We're gonna see it in the work as well. His games are just gonna become a lot more cohesive, a lot more fully developed, with more of a clear idea behind them. And as we go, that idea will get clearer and clearer and clearer. Ist mit dem Internet verbunden. Wenn man rumlaufen kann, kannst du Notizen hinterlassen. Okay, alle diesen, die du siehst, wurden von anderen Spielern hinterlassen. Okay. Wie gut, dass ich gerade mal ausnahmsweise im Internet bin. Okay. Das Notizen. Netter Raum, von wegen. So first off, I'm sure you can deduce this, but this game is not connected to the internet. All of the notes that you're gonna see have been written by Coda. This was actually the first game of his that I ever played. This was shortly after I met him at a weekend game jam in Sacramento, where I grew up. I saw him working on this very level, and it was just so different from anything that anyone else was doing. So right away I was like, I have to be friends with this person. In retrospect, I think I was probably a bit too pushy trying to get his attention. I was overenthusiastic. But he was very gracious about it and very patient with me. And I cooled off eventually. Hat doch alles keinen Sinn. Wie schafft man diesen Spielstand davor übrigens? Für alle Leute, die nicht lesen können. Oh Gott, kann ich mir die alle durchlesen? Meine Güte. Könnt ihr mich hören? Hallo, hallo. Plausibel. Oh, feel free to skip over any of these notes if they're not doing anything for you. Nothing extra is gonna happen if you read all of them. Either way, to me they convey a sense of loneliness. I see this person who's filled with thoughts and feelings and beliefs and has no way to express them except as scattered and unheard voices in a game that wasn't meant to be played. Ich möchte dir ein Geheimnis verraten. Vor langer Zeit habe ich einmal definiere Spaß. But it's ironic, isn't it? That in playing this game and seeing how alone Coda often felt, that we get to know him better and actually kind of connect with him. And I have to be honest with you, this idea is really seductive to me. That I could just play someone's game
and see the voices in their head and get to know them better and have to do less of the messy in-person socializing. Mm. I could just get to know you through your work. I think this is why I always liked Coda's games so much, is because it felt like they let me have that connection. I felt as though he was inviting me personally into his world. And then I feel less lonely too. Jetzt mir jeden Scheiß durch. Ich habe gerade einen fliegenden Pinguin gesehen. Das war das Schönste, was ich je gesehen habe. Mein Leben kann jetzt enden, denn etwas Besseres wird mir nicht passieren. Ich möchte nichts mehr sehen, denn nichts wird je mehr so schön sein. Ich werde jetzt weinen und den Plan fassen, mir die Augen auszukratzen. Genau das muss ich jetzt tun. Alter. Fürchte dich nicht, sondern kümmere dich. Dieses Spiel nicht so gut. Ich würde es mögen, wenn ich könnte. Fühlst du dich schon wie ein Held? In der Welt voller Notizen kommt ein Mann, der sie alle liest. Diesen Sommer, du wirst glauben, blaue Sprechblasen könnten sprechen. Alles fit, Kumpel? Wir haben fast keinen Platz mehr. Bald werden wir hier ersticken. Hier gibt viel zu viel Mitteilung. Warum? Hoppla, hier kann ich ja was eingeben. Moment. Alles andere als dieses Spiel wäre jetzt mehr Spaß. Ich habe gerade mal getestet, ob ich irgendwas eingeben kann. Kann ich nicht. Der Typ da drüben kann nicht schreiben. Ja, ich habe gerade echt ein bisschen gebraucht. Okay, gehe ich aber hier oben lang. Oh wei, oh wei. Eine Menge, was noch kommt, aber ist okay. Was zum Teufel ist das hier? Langweilig. Ich kann mit absoluter Sicherheit garantieren, dass es hier in diesem Ort irgendwo eine Eiche gibt und Seeleute danach suchen. Hahaha, Eiche. Hey Leute, wer hat Lust zum Quatschen? Weigere mich zu glauben. Hintern, Popo, Arsch. Ja. Ganz seiner Meinung. Ich muss aufs Klo. Ho. Bitte erkenn mich doch. Hier gibt es nichts. Verschwinde. Ignoriere das einfach. Kostenloses T-Shirt. Macht ein Spiel mit einer Tür. Tür lässt sich nicht öffnen. Danke auch. Man muss hier raus. Warum Tür zu? Wie geht Tür auf? Sesam, öffne dich. Aha. Irgendwann werde ich die Person, die das hier fabriziert hat, kennenlernen. Ich helfe anderen, weil ich mich dadurch gut fühle. Neuer Raum. Weißt du, was Leuten? Das treibt dich an, stimmt's? Wir begehrt werden. Willkommen und herzlichen Glückwunsch. Keine Ahnung, wie es weitergeht. Kannst hier reingehen, glaube ich. Hier ist es nicht sehr voll. Ich habe Angst, was zu schreiben. Will nicht, dass mich andere bewerten. Alter, lass gut sein. Ein Spiel, den man Notizen hinterlässt und jeder zum Poeten wird. Hier muss ich raus. Ich habe hier nichts geschrieben. Ich bin überzeugt. Stopp, zurück. Wer weitergeht, wird elend enden. Intercepted. Gib mir die Hand, wir springen gemeinsam. Nee, lass mal. Blumenkohl prägt unsere Nation. Was ist das für ein Bild? Wohin du kommst, spielt keine Rolle. Sprich so nicht mit mir. Sehr gutes Spiel. Ich glaube, das führt zu nichts. Nächstes Mal mache ich es besser. Ich brauche jemanden zum Reden. Das soll eine Notiz sein. Ich ignoriere die anderen Zettel. Ich bin in Gefahr. Hätte so viel zum Lesen, ne? Holy moly. Heute habe ich gelernt, dass man nicht fallen kann. Ethisch. Weiß nicht, ob ich das ausprobieren soll, um ehrlich zu sein. Für diese eine Notiz muss ich hier einmal nicht so, als ob. Gemälde, was heißt das wohl? Weiß ich auch nicht so genau. Wer es gemacht hat, hat echt Probleme. Kunst.
Leute, was geht? Alles cool? Hilfe, ich versuche zu sprechen. Wer seid ihr alle? Hast du zu tun, als wärst du jemand anderes? Irgendwann sterben wir alle. Spoiler Alert, das heißt alles nichts. Blumenkult prägt unsere Nation. Das hatten wir schon. Ich glaube, es geht darum, wie aus der Nähe alles nach Chaos aussieht und aus der Ferne perfekt. Und hier oben sieht man nur kleine Punkte. Teufelturmstern. Was für ein mächtiger Spiel. Ihr seid ja so bescheiden. Gut gemacht, ihr alle. Da ist jemand runtergelaufen und jetzt kommt er nicht mehr zurück. Teufelturmstern haben wir auch schon. Was ist da los? War direkt so hintereinander. Irgendwann fühle ich mich vielleicht mal echt. Er war selbst das schrecklichste Wesen, das man sich vorstellen kann. So, hier bin ich. Ja, das sind wir alle. Muss aber einen Grund geben. Ein schreckliches Geheimnis hat er gut gehütet, stand da, glaube ich. Ich hab das Spiel geschafft. Mehr Räume? At the end of this level, we're going to see the puzzle again. And here, I'll tell you what I think the puzzle means. Each of these games represents an idea that was on Coda's mind at the time that he was making it. And the puzzle is a way of closing the door on a previous chapter of his life before moving on to the next one. Grob hat es ja auch in die Richtung. Aber jetzt hat man schon Stimmen hier. Raus, raus, wie raus. Er hat es verteilt und auf die Welten aufgeteilt. Hast geschafft. Hab alles gesehen, ich habe die Welt bereist. Ich habe es nie jemandem erzählt. Wird es gerade dunkler oder kommt es so vor? Okay. Aber ich würde sagen, ich bin immer die Folge, wa? Wäre toll, wenn es auch in der echten Welt solche Notizen gäbe, ja? Die beiden hier noch. Welt 1 mit dem enormen Unsinn. Nach unten, immer weiter graben. Okay, in each of his games, after exploring a theme that, you know, he might find difficult, Coda can then place this puzzle that he knows has a reliable solution, he understands exactly how it works, and so it gives him a simple mechanism for moving on. Man schließt die Augen und wünscht es sich ganz fest. Okay, der geht auch noch. Passt am Ende. Ja, passt doch. Gut. Ja. Den Clusterfuck da hinten gucken wir uns dann mal beim nächsten Mal an. Danke fürs Zusehen. Ich hab's gefallen und wir sehen uns nächstes Mal wieder bei The Beginner's Guide. Es wird immer interessanter. Doch. Bis dahin. Tschüss.